Ich würde schon sagen, dass meine Visitenkarte der Helm war. Und alle anderen Goalie spielen mit einer Maske, die eine ganz andere Form hat. Meine Helme sind eigentlich meistens eher so ein bisschen einfach. Ich habe nicht gerne, wenn mega viele Sachen drauf sind, weil dann immer das Gefühl, von weit weg sieht man es nicht so. Das Jahr habe ich probiert, den Club in den Vordergrund zu bringen. Also ich habe hier einen Loi. Dann hier unten haben wir die Schrift ZSC Lions. Ganz unten habe ich die Loi-Pfoten. Für Biel habe ich das Logo eigentlich auf beiden Seiten. Relativ gross drauf, wo man vorbei sieht, dann halt die Farben. Und für mich ist nachher wirklich halt immer so ein bisschen die Backcap, ist so ein bisschen der persönliche Teil mit dem Wassermann, meinem Sternzeichen, Namen von Frau und Tochter. Den Wassermann habe ich auch fast auf jeder Maske und ist dort so ein bisschen das Markenzeichen geworden von meinen Designs. Der ist jetzt ganz schwarz, hat aber dafür auch mega viel Platz für Werbungen. Bei Leuten mit Masken, die dann wirklich schöne Sujets haben und die von einem Designer designen und dann nachher drauf sprayen. Mir hat das nie gesagt, darum habe ich immer gesagt, machen wir den Helm ganz schwarz und dann kann man die Kleber drauf und dann ist das erledigt. Der ist seit meiner ersten Maske, die ich gespritzt habe, stehen drauf. Einfach immer in einer anderen Form, aber der begleitet mich schon seit ein bisschen auf. Ja.